Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu diesem möglicherweise letzten Part dieses Spiels. Dem Final Bowser Castle. Yeah. Mal gucken, ob dieses Castle eines Finales würdig ist. Bin mal gespannt. Ich habe dieses Castle nicht mehr hundertprozentig im Gedächtnis. Ich weiß nur, wo das hier. Der Tod lauert. Okay. Ich wollte euch nur ein One-Up zeigen. Dass ich dabei draufgehe und jetzt Hannover 96 Leben habe, war nicht der Plan. Aber gut. Der ganze Part ist für dieses Level eingeplant, also okay. Denn ich finde, dass dieses Bowser Castle auch in einen einzigen Part rein sollte. Oder was meint ihr? Bam, bam. Ich kann jetzt euch nur nicht verraten, wo zum Teufel die Starcoins sind. Okay, eine weiß ich. Da. Die ist auch nicht so schwierig. Die holt man sich so. Dann macht man das so. Mach schneller, du Drecksdingen. Bam. Ich weiß auch gar nicht, ob es in diesem finalen Bowser-Schloss überhaupt eine Halbzeit gibt. Stirb. Okay, ich weiß, ich kann mich daran erinnern, so halbwegs, dass hier in diesem Bereich irgendwo eine Starcoin auf uns wartet. Ich weiß nur nicht, ob links oder rechts. Okay. Da lasse ich mich jetzt einfach mal treffen, dass wir die Starcoins safe haben. Das ist nämlich wichtig. Müssen wir hier rein? Ja, sieht aus. Sieht so aus. Sieht so aus. Oh, da ist schon das Finale. Feuerblume. Münze. Nehmen natürlich. Natürlich nehmen wir die Feuerblume. Wir wollen ihn doch versuchen, mit der Feuerblume den Tod zu wünschen, oder? Bam. Bam. Ah, das ist doch lame. Bowser. Jetzt hat dein letztes Stündlein geschlagen. Ja, Mann, hier bin ich. Da ist Peach da oben, komm. Besieg mich doch, wenn du kannst. Ja, nichts leichter als das. Hier, nimm das, nimm das. Was wartest du denn so ab? Ja, Mann, das ist mein Plan. Hier, nimm das, nimm das. Skill, Skill. Komm, nimm das, nimm das, nimm das. Bam! Nein! Fuck, du hast mich besiegt. Hier, nimm die Prinzessin. Warum hält die Zeit an? Irgendwie glaube ich nicht, dass das Peach ist, aber... Yeah! Peaches! Komm, Peach! Komm zu mir! Komm zu mir! Los! Komm! Gib mir einen Kuss! Hä? Oh mein Gott! Carmack! Was machst du da? Du wirst doch jetzt nicht Bowser riesig machen, oder? Nee, 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 nee. Das kann gar nicht sein. The fuck? Ah! Okay. Shit. Wir sind auf der Flucht. Vor Bowser. Ich möchte, nach Möglichkeit, wenn das klappt, alle Coins hier einsammeln.
Boah. Na, mach kaputt. Mach kaputt. Los, mach kaputt. Ah, da ist die letzte Starcoin. Ich habe mich schon gefragt, wo sie ist. Natürlich eigentlich nicht. Ich kenne die. Na, okay. Wir sammeln nicht alle ein. Nein, 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 nein! Es hat nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Shit. Dürfen wir das Ganze hier nochmal machen? Oh, wie lame. Lame, lame, lame. Komm. Schieß seine Flammen. Los. Los. Komm her. Bam, bam, bam. Dann zeige ich euch, wie man ihn sonst besiegen kann. So. Mit dem Propeller. Ja, Skill. Das ist ja nicht Skill. Und weil die Aktion jetzt so lange dauert hier. Ja, kann ich nochmal eben mein Handy schnappen. E-Mails checken. Frag mich, warum ich WLAN nicht aktiviert habe, aber. Ja gut. Bist du da mal so weit, Bowser? Ja, okay, cool. Dann kann ich hier durch, sagst du? Okay, gut. Ja, jetzt bitte schaffen, Justin. Denn ich wollte jetzt hier nicht ewig bei diesem Fight rumhängen, ne? Komm, mach Uff da, danke. Da oben ist, glaube ich, nur ein One-Up oder nur eine Münze. Gut. Das habe ich natürlich extra gemacht. Ich wollte alle. Ich habe ja gesagt, ich will alle Münzen sammeln. Deswegen bin ich extra gestorben. So. Und jetzt die Flucht. Mit dem Propeller ist sie ziemlich einfach. Aber dazu ist der da auch. Ich nutze ihn aber nur im Notfall. Peach, wo bist du? Peach, da bist du, ich komme dich retten! Hä? Was? Okay. Nein! Shit! Der Boden! Fuck! Mario, verflucht seist du! Okay. Peach? Dafür will ich aber was von dir. Dafür, dass ich mich ständig in diese Qualen leide. In diese Risiken einlasse, dich zu retten und dabei drauf zu gehen. Da möchte ich bitte... da möchte ich was von dir als Gegenleistung haben. Ich schwöre. Das kann so nicht angehen. Mann, Mann, Mann. Los, komm jetzt. Peach. Wie hast du mich genannt? Los, gib mir einen Kuss. Eine Luftkuss. Yeah. Geil. Damit gebe ich mich jetzt zufrieden. Bis zum nächsten Spiel. Oh, eine Cutscene. Plötzlich ist Lava weg, wa? Helllichter Tag. Klar. Yay, wir haben es geschafft. Hallo, Mario, hier bin ich, Luigi. Guck mal da oben, wir kommen hier angeflogen. Und ja, Toads, wir sind auch da. Skill. Los, guck mal, ich bin eine Gentleman, Mario. Ja,
Tret ein mit der Peach. Danke. Und das ist aber sehr nett von dir, Luigi, dass du uns hier zur Rettung kommst. Ja. Und jetzt möchte ich auch mit Tschüss Toads. The fuck. Komm mit, Luigi. Du kannst bei uns mitfliegen. Das ist aber lieb von euch. Oh, Mario, habe ich dir jemals von der geheimen Welt erzählt? Geheime Welt? Was? Hä? Ich dachte, ich bin jetzt fertig. Das kann doch nicht sein. Und das war Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Warum fange ich an zu heulen? Das geile Spiel ist jetzt vorbei. Naja gut, nicht ganz. Denn wir haben noch ein paar Sachen vor uns. Denn, wie Peach gerade gesagt hat, es gibt eine geheime Welt. Welt 9. Und die wollen wir natürlich auch noch zu 100% lösen. Aber wie schalten wir sie frei? Nachdem wir den Endboss geschafft haben, können wir diese Welt betreten. Aber die Level, die dort sind, schalten wir auch nur frei, indem wir in jeder Welt alle Starcoins sammeln. Und wenn ich mich nicht irre, dürfen wir das getan haben. Welt 1 bis 7, ja. Aber Welt 8, bin ich mal gespannt, ob wir es geschafft haben. Aber da wir es hier geschafft haben, möchte ich auch schon mal ein Fazit zu diesem Spiel abgeben. Ich meine, ihr habt die 9. Welt noch nicht gesehen. Ich kenne sie. Deswegen bin ich definitiv so weit, dass ich trotzdem schon ein Fazit abgeben kann. Ich muss sagen, das Spiel hat einen ordentlichen Schwierigkeitsgrad. Dafür, dass ich das Ganze mit dem, mit dem PlayStation-Controller spiele, ist das natürlich für mich nochmal etwas schwieriger gewesen. Sehen wir es einfach als zusätzliche Herausforderung. Meine ganzen Fehler, die ich gemacht habe, will ich natürlich nicht darauf schieben, weil die waren teilweise extrem dumm. Und ja, ich persönlich muss sagen, dass mir dieses LP bisher sehr viel Spaß gemacht hat. Ich freue mich jetzt auf 3 weitere Parts, die noch kommen werden. 2 zur Zusatzwelt. Ich hoffe, damit komme ich hin. Weil so ist der Plan. Ja. Und sonst, der Soundtrack, der wurde ja größtenteils geremaked aus alten Spielen. Aber man hat 2 neue Items hinzugefügt. Den Pinguin und den Propellerpilz. Und ich finde, die wurden echt gut eingebaut in das Spiel. Der Soundtrack, catchy. Ich fand ihn gut. Passend zum Spiel. Die Atmosphäre kam echt sehr oft sehr gut zur Geltung. Und ja, was soll ich sagen? Mir persönlich hat das Spiel echt Spaß gemacht. Und ich hoffe euch auch. Ich vergebe diesem Spiel für alles, was zu sagen ist. Für Spielspaß, für Härte und so weiter. Vergebe ich dem Spiel eine Gesamtwertung von 89 möglichen Punkten. Einzige Kritikpunkte. Ja. Manche Level waren halt doch viel zu einfach. Aber hier diese Credits, die waren auch nochmal ziemlich cool. Und Executive Producer Satoru Iwata, rest in peace. Danke für dieses geile Wii-Spiel. Yeah. Danke fürs Zusehen. Bei New Super Mario Bros. Wii. Oh Gott. Ey, komm. Komm her. Helf mir. Spinner. Tu mir nicht so. Ich meine, ich kam aus Welt 1. Mir egal. Ah, Larry. Yay, wir haben Bowser richtig. Oh fuck. Nein, 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 nein. Fuck. Nicht gut. Yay, Welt 9. Das Spiel wurde gespeichert. Der Titelbildschirm wird nun aufgerufen. Von nun an kannst du deinen Fortschritt jederzeit im Kartenmenü speichern. Sehr geil. Und holy shit, ist dieser Part kurz. Habt ihr Bock auf das erste Level der
Oh, guck mal, wir haben schon 3 Sterne. Nice. Habt ihr... Let's play. Natürlich, let's play. Dem, 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 dem. Dem, 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 dem. Und weil wir jedes... Na gut. Jetzt benutzen wir erst alle Kanonen. Die haben wir ja noch nicht benutzt. Damit wir das auch mal gesehen haben. Benutzen wir die. Jetzt noch in diesem Part. Und im nächsten Part, auch wenn dieser dann etwas kürzer sein wird. Ich hoffe, das ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür. Die Kanone haben wir benutzt. Schieß uns zu. Welt 5. Yay. Denn um. Guck mal, wir können jetzt jedes Toadhäuschen und so noch einmal benutzen. Weil wir jedes einmal betreten haben. Ziemlich geil. Ziemlich geil. Das braucht man nämlich auch für 1 Stern. Ziel ist es am Ende 5 Sterne. Alle 5 Sterne zu haben, ne? Bisher haben wir schon 3 von 5. Einen kriegt man, wenn man das Spiel abgeschlossen hat. Einen weiteren, wenn man alle Starcoins von Welt 1 bis 8 gesammelt hat. Das müssten wir eigentlich. Oder? Haben wir in Welt 8 alle gesammelt? Ja. Gut. Weil der Ton nicht kam, deswegen habe ich mich gefragt. Naja, gut. Dadurch kriegt man halt einen Stern. Oh, jetzt nervt der Dude noch. Na gut. Ist nicht schlimm. Warum sterbe ich jetzt hierbei? Ich hatte einen Propelleranzug an. Ah, damn. Oh, jetzt lass mich doch in Ruhe. Ich will dich nicht. Komm, sammel ein. Oh Gott. Das war dumm. Dumm, dümmer Justin. Neue Steigerungsform. Holy shit. Gut. Irgendwie haben wir es geschafft. Irgendwie haben wir es geschafft. Ab zur Kanone. Gibt nur bis Welt 6 eine Kanone, ne? Habe ich das richtig? Na, guck mal. Die führt uns direkt in Welt 6. Geil. Dam, 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 dam. Ja, wie gesagt, im nächsten Part gibt es Welt 9, die Sternwelt. Die erste Hälfte davon zumindest. Und weil ich jetzt gerade hier bin, nutzen wir dann die Kanone doch direkt mal von dieser Welt. Aber ich habe ja noch nicht gesagt, wie man die letzten 2 Sterne kriegt. Dazu einfach alle Level der 9. Welt durchspielen und für den 5. Stern alle Sternmünzen dort sammeln. Ja. Eigentlich ziemlich easy. Und da wir das noch vorhaben, werden wir die am Ende safe haben, die Sterne. Von daher, alles gut. Haben wir die in Welt 5 und 4 noch? 4 haben wir noch nicht betreten, ne? Ich habe keinen Bock auf den Fisch, bitte.
Oh, ich muss jetzt ernsthaft den Fisch machen. Drecksack. Ach du Arschloch! Ich hasse diesen Fisch. Naja, gut. Ist okay. Wenn ich das jetzt aber richtig sehe, habe ich bei einer Aufnahme Scheiße gebaut. Da habe ich dann Black Screen. Wenn dem so ist, entschuldige ich mich dann jetzt schon mal dafür. Das ist dann nicht so gut gelaufen. Das. Ja. Tada. Nur noch die fünfte Welt. Haben wir es geschafft. Ja, ich danke euch jetzt schon mal. Nein. Haha. Danke euch dann jetzt schon mal für die Aufmerksamkeit in diesem Part. Die Super Mario Bros. Wii. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, unterstütze mich mit einem Daumen nach oben. Beim nächsten Part geht es dann weiter mit Welt 9. Bis dann, meine Lieben. Ciao. Und alle Level sind frei. Schöne Musik.